Entschuldigen Sie mich bitte für einen Augenblick, Nachbar. Es ist an der Zeit, dem ein Ende zu setzen. Ein für alle Mal. Wie wollen Sie das tun? Ich werde einfach ganz freundlich fragen. Entschuldigen Sie bitte, Nachbar. Sie haben mein Dach zerstört. Also wäre es sehr schön, wenn Sie ein guter Nachbar sind und etwas für mich tun. Was denn? Bitte reparieren Sie es. Nein, wird nicht passieren, meine Liebe. Reparieren Sie es. Okay, ich glaube, ich kann das direkt erledigen. Vielen Dank, Nachbar. Es tut mir leid. Ich werde nur manchmal unglaublich einsam. Ich dachte, die Kettensäge muntert mich ein wenig auf. Vielleicht brauchen Sie Haustiere. Okay, jetzt gehen wir das Bingo-Problem an. Keine Sorge, Mom. Ich werde Sie ganz freundlich fragen. Oh. So ist es schön, Pinguinchen. Oh, was ist denn hier los? Wie ich sehe, haben Sie jetzt Pinguine in meinem Wohnzimmer. Entschuldigen Sie, Nachbar. Was ist denn? Ich bin beschäftigt. Bitte entfernen Sie die Pinguine. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Okay, ich entferne meine Pinguine. Vielen Dank, Nachbar. Aber wo sollen meine ganzen Tiere denn dann wohnen? Ich habe eine Idee. Hallo, Nachbar. Oh, hi. Du meine Güte, das sind ja die ganzen Krachmacher von meinem Nachbarn. Habe ich gegen Bingos Baby-Apfelsternchen getauscht. Oh, du bist so wunderbar und süß. Ja, bist du. Ja, das bist du. Ich finde Ihre neuen Tiere toll, Nachbar. Psst, Baby-Apfelsternchen mag es ruhig. Oh, okay. Entschuldigung.